Liebe Leute, hier auf dem IFA Innovations Media Briefing bin ich auch bei WMF zu Gast und die stellen unter anderem den Ambient Sekt- und Weinkühler vor. Und wie man hier so schön sieht, das Ding leuchtet, wenn man es berührt, auf 3 verschiedenen Helligkeitsstufen. Ist auf etwa 8 Grad gekühlt, hält 3 Stunden mit einer Akkuladung. Sie sehen, es ist kein Kabel dran. Und wenn man diese Flasche hier reinstellt, sieht das ganz wunderbar aus. Das Ganze kommt im Herbst in den Handel und soll dann etwa 70 Euro kosten. Ganz genau steht das aber noch nicht fest, aber wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Ich sage tschüss und bis bald.